So, liebe Leute, nächste Plan ist jetzt auf Wutz zu gehen. Wir haben uns die AKM jetzt hier repariert. Auf Wutz braucht man einfach eine Waffe, wo wir in die Entfernung gehen können. Geht natürlich mit Shotgun auch, aber leichter ist es mit der AKM. Die schnappen wir uns jetzt. Wir nehmen uns einen Energy Drink mit, haben sogar eine Granate dabei. Und wenn wir wirklich eine schwere Blutung haben sollten, haben wir auch was mit dabei. Und zwei Magazine. Helm macht keinen Sinn mitzunehmen. Wir haben nicht mehr das Geld, dass wir ihn reparieren können. Aber ich hoffe mal, dass wir diesen Raid auch überleben. Hello, I'm the doctor. So Leute, es wird ernst. Wir haben einen Top-Spawn, laufen da aber tatsächlich wirklich nur durch. Wir wollen eigentlich nur schnell die Jägernotiz holen. Wenn wir da jetzt ein bisschen Nahrung oder ein Saliva oder was abgreifen können, hey, nehmen wir mit. Aber ansonsten werden wir hier ziemlich schnell verschwinden, weil es einfach ein sehr gefährlicher Fleck ist. Könnten schon Skeffs sein. Oh, ein CMS. Ein IFAC. Hammer. Golden Star, wow, die haben den Loot so hoch gedreht jetzt hier vom Vibe. Okay. Kondensmilch. Was zu essen. Und eigentlich sind wir jetzt schon glücklich. Painkillers. Hier noch irgendwo Essen haben. Perfekt. Scheiße, wir haben zu lange gebraucht. 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 Natürlich spawnt jetzt einer. Geil. Der hatte eine 4er Armor an. Ich habe ihm doch eh in die Beine geschossen. Geh auf Wutz, haben sie gesagt. Da ist Erholung pur. Da findest du den geilsten Loot, haben sie gesagt. Sogar die Skeffis lachen mich aus. Aber hey, ganz ehrlich, den Raid, den ihr jetzt seht, er ist nicht komplett, weil sonst wäre das Video zu lang. Aber war einer meiner intensivsten in der letzten Zeit. Viel Spaß. So, alle guten Dinge sind drei, oder? Okay. Spawn beim Dorf. Ich sage jetzt nicht, auch nicht so schlecht, weil ihr seht ja, was bei den anderen zwei mal rausgekommen ist. Hier ist natürlich die Gefahr, dass wir relativ schnell einerseits auf Skeffi stoßen. Andererseits ist es halt super, weil wir hier eigentlich Essen, Trinken sehr gut finden können. Ich glaube tatsächlich, dass mir das Trinken aktuell lieber ist. Sind das zwei? Sind das zwei? Das sind sogar mehr. Okay.
irgendwo da hinten. Es ist jetzt natürlich wieder total blöd. Засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй! Okay, der war gut. Kein Rucksack. Wir müssen jetzt weg. Unbedingt. Wir bluten. Wir bluten. Das ist nicht gut. Wie er halt sofort weiß. Wo wir sind. Bitte hab irgendwas dabei. Eine Milch bringt mir nix. Also bringt schon was. Player. Ich glaube, ich bin ein bisschen.
Okay. Wir hätten da zwar jetzt ein paar Skeffleichen noch, die wir looten könnten. Aber ganz ehrlich, ich will hier weg. Jetzt wieder dann gewinnen. Ich habe ein Headset drauf. Das hört sich gleich wieder ganz anders an. Leute, das ist doch nicht normal, oder? Keine Ahnung, wo ich ihn geschossen habe. Okay. Wenn es so ist. Ich glaube nicht, dass wir so viel mitschleppen können. Nee. Aus da geht nicht mehr zurück. Wir müssen leider was loswerden hier. Oh Gott, wir hatten da BT-Munition drin. Nur deswegen haben wir das überlebt. Wie viel haben wir denn jetzt? Kilo? 53, ich glaube, das wird nicht viel bringen. Das wird nicht viel bringen. Müssen wir die Rüstung wirklich wegschmeißen? Na, dann müsste ich fast die Korund wegschmeißen. Weil die ist eh im Arsch. Das
Geld haben wir eh noch nicht zum Reparieren. Na, jetzt gucken wir mal, wie weit das wir kommen. Essen hätten wir einiges gesammelt. Zeit, 20 Minuten. Oh, ich kann jetzt die Kunden nicht wegschmeißen. Müssen wir aber. Hatte ich Glück, dass der Skef BT-Munition geladen hatte. Hatte ich Glück. Sonst wäre ich durch die Kunde nicht durchgekommen. Uiuiuiui. Und jetzt haben wir noch so einen gefährlichen Weg vor uns. Schaut euch diesen Sonnenuntergang an. Ich habe schon mal gesagt, dass Tarkov wunderschön ist. Das Witzige ist, glaube ich, dass ich meinen ganzen anderen Charakter keinen einzigen Kill, glaube ich, habe, wo ich geflasht bin. Gibt's ja auch die Quest.
Warum CMS? Quasi Gold wert. Das war jetzt sehr blöd gerostet. Jetzt beim Lagerfeuer noch kurz eine Pause. Die Matches brauche ich tatsächlich. Aber wir müssen eh was essen. Wir haben das wirklich überlebt. Unglaublich. Unglaublich. 4000 Points. Cool. Cool, cool, cool. Ha 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 ha